Starten. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Karl-Werner Schmitz und ich freue mich, dass Sie jetzt hier die erste Präsentation des neuen hybriden haptischen Verkaufstrainings sehen. Das Beste, was ich bieten kann, das Intervall-Profi-Training. Und ich schalte jetzt die Präsentation frei. Das ist das Intervall-Profi-Training und ich hoffe, das in relativ kurzer Zeit Ihnen beschreiben zu können. Sie sehen hier mein Bild und Sie sehen hier das Bild von Kim Kolb, der als Junior-Trainer mit dabei sein wird, um eben auch die Sichtweise der Youngster mit einzubringen. Hallo Kim. Hallo Karl-Werner, ich grüße dich. Hi, hallo. Ich werde mal das durchziehen. Wenn dir irgendwo was auffällt, was einfällt, sag das ruhig Bescheid. Wir haben das noch nie gemacht und eins sage ich schon direkt dabei, es wird auch nicht noch mal vorkommen, weil das Intervall-Profi-Training, was seit über 30 Jahren gewachsen ist, das werde ich in diesem Jahr das letzte Mal halten und mich danach nur noch auf die Haptik konzentrieren. Sie können diese Folien übrigens später auch im Download bekommen. Ich möchte deshalb nicht alles im Detail erzählen, aber eine Sache ist mir wichtig. Erstens, ich unterscheide mich seit ewigen Zeiten, will mich davon unterscheiden, von Unterhaltungsshows zu machen, Applaus, heischende Nummern. Mir geht es darum, dass Sie als Teilnehmer wirklich Substanz bilden und Entwicklungsprozess machen. Noch ein wichtiger Punkt, ich bin keiner, der Abhängigkeiten erzeugt und zu einem Guru werden will und wo du dann jedes Jahr wieder neu irgendwas machst, sondern ich werde garantiert derjenige sein, der auch eine Abnabelung mit integriert. Das heißt also, nach Ende des Trainings wird es zu Ende sein. Zwei Dinge sind für mich wesentlichst, um überhaupt Erfolg zu haben. Einmal die Identifikation zum Beruf, zum Unternehmen und zum Produkt. Wer was macht, was er nicht gut findet, muss sich nicht wundern, wenn er nicht gut ist. Sehr simpel gesagt. Und der zweite wichtige Punkt ist, man muss erkennen, dass man für sein Leben selbst zuständig ist. Also wenn man in sich eine Opferrolle fühlt und denkt, ja, die Umstände sind im Moment alle so, was man aktuell wirklich mal sagen kann. Und trotzdem ist es so, du bist derjenige, der die Sachen in Ordnung bringen kann. Das gilt nicht nur fürs Geschäft, sondern eben auch zum Thema Gesundheit und Glück. Ich möchte Sie also einladen, diesen Entwicklungsprozess des Intervall-Profi-Trainings mitzumachen. Zu meiner Person kurz gesagt, mittlerweile ist es das vierte Buch, was ich geschrieben habe. Das ist das aktuelle Buch. Und hier auf der Präsentation fängt es mit 87 an. Ich sage aber mal eine Sache noch vorneweg. Ich habe mal einen technischen Beruf bei Siemens gelernt. Und da gibt es eine Sache, Technik. Ich wundere mich immer darüber, wie viele Leute tote Pferde reiten und die auch noch schön reden. Ein Techniker zeichnet sich dadurch aus, entweder das Ding funktioniert oder es funktioniert nicht. Zweiter Punkt ist, wenn deine Werkzeuge nicht stimmen, kannst du sowieso schon mal alles vergessen. Es geht also nicht nur um die Technik, Verkaufstechniken zu lernen. Wir haben viele Naturtalente, die einfach nicht gut angelernt werden. Und der zweite Punkt ist, wenn du nicht die richtigen Werkzeuge hast, hast du auch ein Problem. Also das nur vorneweg. Es ist nicht nur immer eine Frage der Motivation. Das sind ein paar Auszeichnungen, wo ich drauf stolz bin, weil diese Auszeichnung kann man nicht kaufen. Land der Ideen war ein dickes Ding. Dadurch bin ich auch in diese Auswahl gekommen. Innovative Dienstleistungen auf dem Weg zur Weltspitze. Und dann gibt es halt hier über die Allianz Tschechien haben wir dann ein Promotion-Gift bekommen. Und hier diese Auszeichnung habe ich nur bekommen, weil ich 2017 und schon lange seit 2003 auch online zu finden bin.
Da gibt es auch andere, die haben keine Auszeichnung bekommen, weil sie online nicht zu finden sind. Das ist die erste haptische Verkaufshilfe. So sind wir 1989 gestartet. Ich sage wir, weil das noch mit einem Partner war, der bis 91 dabei war. Und damit haben wir Furore gemacht, weil die Umsatzzahlen, wir haben bei einigen Unternehmen flächendeckend 30% im Schnitt gemacht. Wobei, sage ich auch direkt, der größte Hype war bei den Leuten, die im Mittelfeld sind, also nicht die ganz Schlechten und nicht die Superstars. Dann haben wir viele Verkaufshilfen entwickelt, weil durch das ständige Training, unterm Strich sind alle Verkaufshilfen, die wir haben, Verkaufsgespräche zum Anfassen. Argumente, die der Kunde begreifen kann. Also Sie können bei mir im Shop rumwühlen und da werden Sie Verkaufsgespräche finden. Und wenn Sie haptische Verkaufshilfen nutzen, dann haben Sie das zum Anfassen. Jetzt nun zum Training. Es sind 4 Bausteine auf 6 Monate verteilt. Diesmal wird es dank der modernen Technik hybrid sein. Ich werde also vorweg Videos erstellen, wo Sie schon zu Hause oder im Büro unterwegs lernen können, ein paar Dinge zu machen, ehe Sie zum ersten Training kommen, weil dann können wir in diesem Training wesentlich besser Learning by Doing machen, weil das ist das, worauf es ankommt. Wissen ist in Wirklichkeit nett und schön und auch eine Basis, aber wenn du es nicht kannst, ist es eher eine Belastung. Und deshalb kommt es aufs Können an. Wir werden eine WhatsApp-Gruppe machen, wir werden Einzelcoaching machen, wir werden Online-Trainings machen, wir werden Konferenzen machen. Das ist das, was unter Hybrid ist. Das muss man heute nutzen, weil dadurch kannst du wesentlich schneller lernen. Sie kriegen später auch die Aufzeichnung und dann können Sie immer weiter dranbleiben. Ziel ist, ich gehe hier nicht im Detail rein, Ziel ist natürlich, dass Sie Ihren Umsatz wesentlich erhöhen. Und ich sage nochmal, diese 30%, die wir flächendeckend bei Unternehmen gemacht haben, wir haben Leute dabei gehabt, die sind fast explodiert. 100% ist da auch öfters dabei gewesen. Wir haben auch echte Helden erzeugt. Und es gibt aber auch Leute, da war der Umsatz eben nicht ganz so stark, aber unter 30 bin ich nicht zufrieden und sollten Sie dann eben auch nicht sein. Das sind so die Zielvorstellungen, die man haben kann. Ich lade Sie ein, diese Folien dann auch downzuladen und dann können Sie eben sich diese Sachen im Detail nochmal angucken. Sie kriegen alle Unterlagen schriftlich, Sie kriegen Audios und Videos. Zum ersten Präsenztraining. Da gehen wir natürlich rein und gucken mal, wo willst du denn überhaupt hin? Was ist das denn? Was will man denn? Und wie kann man das machen, dass diese Ziele wirklich zu einer echten Chance werden, in die Umsetzung zu kommen? Weil wer hat nicht schon viele Ziele gehabt, die er in Wirklichkeit überhaupt nie erreicht hat? Das Thema Positionierung wird ein wichtiger Punkt sein, weil wenn du keinen richtigen Standpunkt hast und keine richtigen Startlöcher hast, kommst du sowieso nicht wirklich in den Umsatz rein, ins Laufen rein. Das ist eben einfach so. Dann, ich bin ja derjenige, der auch 2005 die Online-Beratung in die Welt gesetzt hat und 2018 die digitalen Kundenmanager. Das heißt, in diesem Intervall-Profi-Training wird das Thema digitales Marketing und eben Online-Beratung, Verkauf mit allen Feinheiten integriert sein. Das ist das, was ich mit Learning by Doing mache. Wir machen das so, dass Sie das wirklich direkt einsetzen können. Die Körpersprache, also sich selbst besser verstehen, andere besser verstehen, wie man Preise und Produkte besser verkauft, sich gesund und stark macht, weil über das Immunsystem haben wir bei Corona viel gelernt. Die Leute, die ein starkes Immunsystem hatten, hatten wenig Probleme und die Leute, die ein schwaches hatten. Und so ist das mit Muskeln auch. Und wir werden den ganzen Verkäufer komplett betrachten und dazu gehört eben deine persönliche Verfassung und ob du dich auch wohlfühlst in deiner Haut. Und darum geht es eben auch. Dann ist das zweite Training ist nochmal ganz massiv, eine Wissensvermittlung, wie man verkäuferisch drangeht. Und mit dem dritten und vierten Training geht es immer mehr in wirklich die substanzielle Einstellung rein. Wie tickst du? Was sind deine Macken? Was sind deine Barrieren? Was sind deine, was dich immer wieder aufhält, wo du immer wieder neu in die Falle kommst? Und was kannst du machen, um wesentlich präsenter, stärker dich wohler zu fühlen? Das ist das. Und dazwischen haben wir immer
mindestens mal zwei Online-Trainings. Wir werden eine WhatsApp-Gruppe aufmachen. Ich persönlich bin für Sie in der Zeit von dem halben Jahr Ansprechpartner, Kim Kolb auch. Also Sie können jederzeit mit mir und Kim Kolb sich austauschen oder auch in die Gruppe irgendwelche. Wir werden also ein Team bilden. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Du kannst eben, wenn du ein echtes Team bist, Dinge machen, die du sonst nicht machen kannst. Wissensvermittlung lässt sich online machen. Kreative Entwicklungsprozesse lassen sich nur in einem Team machen. Du kommst manchmal dank anderer Menschen auf Ideen, die du niemals sonst hättest. Auch ich als Trainer brauche Teilnehmer, um den Kreativprozess mit ihnen zu gehen. Das letzte Training wird natürlich das Highlight sein. Wir werden da viele Dinge als persönliche Erfahrung machen, die unter die Haut gehen und die Sie in Ihrem Leben nicht vergessen werden und die Sie auf ewige Zeiten bereichern werden. Da sehen Sie die einzelnen Punkte, aber das kann man nicht beschreiben. Das ist eben dann eine Erfahrung, ein Erlebnis. Wir werden abends, meistens dienstagsabends, 19 Uhr anfangen, bis 22.30 Uhr. Manche Leute fragen dann, Schmitz, sind Sie verrückt? Und Sie werden erleben, dass Sie sich daran gewöhnen und dass es ein wichtiger Punkt ist. Es ist besser, als wenn man um 18 Uhr anfängt, Bier zu trinken, bis man müde genug ist. Also Sie kennen diese Sachen. Und am zweiten Tag wird es dann schon mit Frühsport beginnen und es wird lang gehen. Der erste, zweite Tag wird schon eine Wucht sein, aber diese Belastung gehört dazu. Muskeln kannst du nur bilden, wenn du eben sie anstrengst. Und so wird es eben auch sein. Und am dritten Tag wird es so sein wie am zweiten Tag und dann geht es so bis 16 Uhr und wir werden auch Pausen haben, aber nicht zu viel. Die Referenzen lade ich Sie ein. Schauen Sie einfach auf der Internetseite durch. Da sind die meisten Referenzen drin. Ich sage nochmal, in Jan Höhnler online, es sind auch Trainer in den Trainings geboren worden. Andreas Schulte ist zum Beispiel jemand, der Makler war, der sich dann auf Baufinanzierung konzentriert hat mit einem Riesenerfolg. Ich will hier nicht auf die einzelnen Leute eingehen, da waren schon wirklich Knaller dabei. Da ist der Jan Höhnler, der eben später auch Trainer geworden ist. Und Manfred Sack mit dem Notfallordner ist auch da drin gewesen. Ich will keine Trainer aus den Teilnehmern machen, sondern Verkäufer, die sich entwickeln. Aber manchmal wird es halt so stark, dass man das eben auch weitergeben kann. Zufriedenheitsgarantie heißt simpel und ergreifend, wenn Sie nicht zufrieden sind, brauchen Sie nur zu sagen und Ende. Sie kriegen das Geld, wenn Sie wollen, zurück und das war's. Ja. Das ist das Thema Stoppklausel auch gleichzeitig. Sie können jederzeit sagen, danke, das reicht, ich muss das nicht haben und Sie sind raus. Schlimmstenfalls kann ich das auch sagen, wenn wir gar nicht zueinander passen. Habe ich aber in über 30 Jahren zweimal gehabt, dass das so passiert ist. Ihre Investition sind 600 Euro in 6 Monaten und ich gebe gleich noch einen Schmankerl hinten raus. So ist das heute. Wobei ich bin keiner von diesen Leuten, die sagen, normalerweise kostet es 12.000, du kriegst das heute für 600. Da kriege ich Pickel, weil ich bin jemand, der unter dem Begriff ehrbarer Kaufmann gerne rumläuft und sich auch entsprechend so macht. Ob das verkäuferisch nun optimal ist oder nicht, kann man darüber diskutieren. Das sind die Termine. Es startet am 7.6. Ich gebe Ihnen, na gleich, Kim, ich möchte dich gerne fragen, wir haben das ja nicht wirklich jetzt geübt, was wir hier machen. Ich möchte dich gerne fragen, gibt es von deiner Seite, also ich glaube, du sagst erstmal was zu deiner Person, weil dein Auftreten hat mich beeindruckt und du hast eine Bachelorarbeit zu haptischen Verkaufshilfen und Verkaufen geschrieben, die mich sehr beeindruckt hat. Und ich habe schon oft erlebt, dass Bachelorarbeiten und auch Masterarbeiten geschrieben worden sind. Aber deine Performance und dein Auftreten hat dazu geführt, dass ich dich angesprochen habe und wir beide gemerkt haben, da geht mehr. Und das freut mich sehr, dass wir zueinander gefunden haben und wir gucken mal, welchen Weg wir miteinander gehen. Das war von meiner Seite und jetzt
Gerne du. Ja, also ich mache das ganze Thema Verkaufstraining auch in der Finanzdienstleistungsbranche und durch mein Studium sind wir eben da so zusammengekommen, weil ich bin ja zu dir gekommen, weil ich schon von Anfang an, ich glaube, ich habe alle deine haptischen Verkaufshilfen, weil mir die echt gefallen haben. Und irgendwann habe ich gedacht, das ist ja wirklich schön, dass die alle so funktionieren. Aber ich wollte einfach noch genauer wissen, warum tun sie das denn so im Detail? Und es hat mich dann unzufrieden gemacht, dass ich das nicht so wirklich rausbekommen habe. Genau. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann nutze ich doch meine Studienabschlussarbeit, um das Ganze einfach mal zu erforschen. Die war auch gut. Die einzige Kritik von der Bachelorarbeit war, dass er einfach zu verkäuferisch, zu vertrieblich war. Ja, finde ich jetzt natürlich nicht schlecht, weil ich sage, man soll ja auch einen Mehrwert haben, wenn man sich das Ganze mal durchliest. Und deswegen, wenn ich dabei bin, wir schauen auf jeden Fall auch nochmal tatsächlich tief rein, die wissenschaftlichen Hintergründe, Verkaufspsychologie, das ist auch genau mein Thema, dass wir einfach das Thema Erfolg, Erfolgssicherung, Kundengespräche richtig, richtig gut miteinander hinbekommen. Und da freue ich mich sehr drauf. Ja, wunderbar. Also die ist zu empfehlen. Wir geben den Link später auch raus. Und ich sage mal meine Intention, weshalb ich sage, das ist das letzte Mal, dass ich das mache. Ich habe 1985 mit Haptik begonnen und ich sehe mich als Haptiker. Und ich bin Verkäufer durch und durch und ich werde das auch bleiben. Aber ich bin noch mehr Haptiker. Und genau genommen geht es vom Frühchen los. Bei Frühchen kriegen Atemblockaden, das Einzige, was hilft, sind Fußmassagen. Bis hin zum Tod. In Wirklichkeit bin ich mittlerweile so voll mit dem Thema Haptik. Wahrscheinlich bin ich einer, außer der Wissenschaftler Dr. Martin Grunwald, mit dem ich befreundet bin, bin ich halt derjenige. Und ich möchte dieses ganze Wissen Haptik, möchte ich in die Welt tragen. Und deswegen werde ich das letzte Mal dieses Training machen und mich danach um die Haptik kümmern. Von mir aus rede ich in Kindergärten und in Altenheimen und auf Wissenschaften und so weiter und so fort. Also, das ist der Grund, weshalb ich sage, ich möchte das noch einmal machen. Der zweite Grund ist, ich möchte es auch erhalten. Das ist der Grund, weshalb wir auch Aufzeichnungen machen. Weil wenn du Sachen jahrelang nicht mehr machst, dann wirst du die Grundanlage nicht verlieren, aber manche Sachen gehen verloren. Und das ist das, was ich auch nicht möchte, weil ich denke, das ist schon ein Training, was seinesgleichen sucht. Also, in diesem Sinne hoffe ich sehr, dass Sie angetan sind und sich spontan dazu entscheiden können. Und ich gebe Ihnen den Gutscheincode IPT-2022 und dann bekommen Sie 10%. Ich hoffe, dass sie das animieren kann. Und ich werde auf der Seite zur Anmeldung, wo Sie übrigens auch nochmal ein Gespräch führen können, gerne, wenn Sie also sich ein bisschen unsicher sind, dann geben Sie ruhig Bescheid. Wir sind nicht Finanzdienstleistungsausschließlich. Wir haben sehr viel mit Finanzdienstleistungen beide zu tun, aber ich habe viele, viele, viele andere Branchen in meinen Trainings auch gehabt. Also deswegen für alle, die wirklich als Verkäuferpersönlichkeit entwickeln wollen, um Substanz bilden wollen, die sie zu einem selbstständigen, starken Persönlichkeit machen. Dafür ist das Intervall-Profi-Training ideal und dazu lade ich Sie herzlich rein, beziehungsweise wir, Kim Kolb und Karl-Werner Schmitz. Kim, du hast das letzte Wort. Ja, ich freue mich, dass wir das Ganze zusammen machen. Ich freue mich auf dich, ich freue mich auf die Teilnehmenden. Das wird dieses Jahr auf jeden Fall doch mal richtig super. Du mit deiner Erfahrung, ich bringe das ein, was ich auch habe, das Wissenschaftliche. Ich denke, das kann auf jeden Fall nur gut werden. Da bin ich mir sicher. Und der Youngster sein und ich der Senior. Genau. Es freut mich sehr, wenn Sie dabei sind. Klicken Sie und nutzen Sie die paar Plätze, die noch zu kriegen sind. Ihr Karl-Werner Schmitz und ihr. Kim Kolb. Tschüss, Wiederschauen. Bis zusammen. Macht's gut.